Vor 14 Jahren noch gab es hier ausschließlich Felder. Und auf einmal war die Straße da. Sophie de la Roche wurde 1730 in Kaufbeuren geboren. Sie war die erste weibliche Schriftstellerin in Deutschland, die von ihrer Kunst leben konnte. Im 18. Jahrhundert schritt die Emanzipation zwar noch auf leisen Sohlen voran, doch La Roche schaffte es, sich auch als Herausgeberin durchzusetzen. Und zwar mit der ersten deutschen Frauenzeitschrift Pomona. Sehr beliebt darin die Ratgeberkolumne Briefe an Lina. Das Verlangen nach Rat, meine Lina, ist auf die Begierde nach Glückseligkeit gegründet, die wir alle in uns haben. Du weißt, dass uns die Tugend zu der ewigen und die Klugheit zu der in diesem Leben führet. Anhand der Kolumne, die an die fiktive Lina gerichtet war, wollte La Roche den Frauen klarmachen, dass Standesdünkel und die Heirat mit dem richtigen Mann kein Selbstzweck sein darf. Stattdessen sollten sie sich bilden, und zwar sowohl ihr Herz als auch ihren Kopf. Über 200 Jahre später widmet die Stadt Kaufbeuren der Schriftstellerin eine Sackgasse vor den Toren der Stadt. Am Anfang der Sophie de la Roche Straße liegt linkerhand ein sehr, sehr großer Hof, betrieben von einem Landwirt, dem zwei Drittel der Felder hier gehören. Und dann führt die Straße erst einmal ins Nirgendwo, zumindest scheint es so. Doch dann ganz am Ende, wenn sie nach rechts eine kleine Biegung macht, führt sie in eine kleine Familiensiedlung. Ein idyllischer Nachmittag, Sie reinigen gerade Ihren Pool. Was finden Sie besonders schön hier in der Siedlung? Die Stadtnähe und doch ist man in der Natur draußen. Das ist das Herrliche hier heroben. Man ist in der Natur, aber trotzdem ganz nah an der Stadt. Gerade dieses neue Grundstück war sehr, sehr interessant für uns, für Familien mit Kindern. Und das ist alles nur Spielstraßen. Ja, und die Kinder können ganz frei hier auf den Straßen spielen. Und das ist super herrlich, sehr nah zur Stadt. Und, sag ich mal, auch sehr frei in der Natur. Frei in der Natur, in der neuen deutschen Bürgerlichkeit. Ich verlasse wieder die Siedlung und spaziere die Sophie de la Roche Straße hinunter. Da entdecke ich einen der Landwirte, der gerade Heu mäht. Vorher war das lauter Wiesen, wo landwirtschaftlich genutzt wird mit Weidehaltung und Ackerbau. Und jetzt ist halt dann die Wohnbausiedlung hingekommen. Ist das besser oder schlechter? Eher schlechter, weil alles zugebaut wird, die ganzen grünen Flächen. Das Stadtgebiet wird größer, das muss nicht unbedingt sein. Die alten Häuser stehen leer in Kaufbeuren. Was war vor 2000 hier, wo jetzt die Sophie de la Roche Straße ist? Ein Feldweg? Oder? Nein, das war eine ganz normale Wiese zum Mähen und zum Weiden. Von der Wiese zur Straße. Der Bauer Martin Ellenrieder nimmt mich mit seinem Trecker ein Stück mit und wir fahren über die Felder zum Hof von Hermann Heiß, dem Chef der Landwirte hier. Kennen Sie die Menschen, die da in dieser Familiensiedlung wohnen? Nein, niemand eigentlich. Die sind alle hergezogen von überall her und wohnen da und arbeiten uns, glaube ich, woanders Richtung München rein. Wenig Kontakt auch zur Dorfgemeinschaft auf Oberbayern. Ja, das sind dann die Städter, die wieder ins Grüne wollen. Ne? Genau, ja. Als dann, mein Kind, geht man in sich selbst zurück und sagt, es ist wahr, Tausende sind reicher und vornehmer als ich, aber auch Vieltausende geringer und ärmer. Sophie de la Roche war bezeichnend für die Emanzipationsbewegung der jungen Frauen. Also sie hat quasi die Grundsteine gelegt. Sie ist damals natürlich nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern hat erst mal ganz, ganz sachte angefangen. Haben Sie Töchter oder Söhne? Ich habe zwei Töchter und einen Sohn. Was möchten Sie denn Ihren Töchtern mit auf den Weg geben? Dass sie lebensfroh sein sollen und für die Welt offen stehen sollen. Wie alt sind Ihre Töchter? 21 und 14. Dann geht das Leben ja gerade los. Was raten Sie Ihren Töchtern im Umgang mit Männern? Ach, sie sollen genau überlegen, was sie sagen und was sie wollen und nichts verführen lassen eigentlich, also durch Worte zum Beispiel. Du hast 15 Jahre, meine Liebe. Dieses ist die Zeit, wo sich die sorglose Kindheit in Überlegung abändert. Sie sind Hermann Heiß und seit wann gehört Ihnen das Land hier? Ja gut, wir sind seit 4 Generationen auf diesem Hof. Sagt Ihnen Sophie de la Roche etwas? Als geborene Kaufbeurerin, die hier irgendwie eine gewisse Wiederauferstehung gefeiert hat, weil man verzweifelt nach bekannten Persönlichkeiten gesucht hat. Sonst wäre die wahrscheinlich so in Vergessenheit geraten wie mancher berühmte Sozial- oder Christdemokrat. Meine Lina, es ist kein Stand in der Welt so hoch, den man nicht durch schlechtes Leben entehren kann. Und keiner so niedrig, der nicht durch ein rechtschaffenes Herz könnte geadelt werden. Was bedeutet für Sie ein tugendhaftes Leben? Ja gut, ganz global gesagt bedeutet tugendhaftes Leben, dass man andere nicht übers Ohr haut.